Ich denke, es war intensive 10 Tage nach dem, oder 8 Tage nach dem letzten Spiel in Pforzheim. Ich muss jetzt noch mal kurz drauf eingehen vom Reinhard. Ich muss jetzt so sagen, so wie es der Reinhard gesagt hat, wir haben uns mit dem Peter Hogan absolut im super Einverständnis getrennt. Wir haben zusammen noch 2 Bier getrunken. Er war diese Woche noch mal da, hat sich verabschiedet, oder letzte Woche von der Mannschaft. Absolut top korrekt. Ich sage, Peter ist jederzeit bei uns willkommen. Ein absoluter Spatzmann und ein Mensch, der weiß, wie es beim Verein tickt und der uns sehr auch entgegengekommen ist. Aber alles geht mal zu Ende. Jetzt haben wir was Neues angefangen. Ich denke, wir haben nach langer Suche, nach, sage ich mal, vielen, vielen Gesprächen uns entschieden im Verein mit dem Tobias Winter, einen jungen Mann auf die Kommandobrücke zu nehmen, der sehr, sehr akribisch arbeitet, der ein unheimlich gutes Netzwerk im Jugendbereich hat. Und ich glaube, ich habe mit ihm mindestens fünf Stunden haben wir gesprochen. Meine Frau hat angerufen, ob ich ihn verhaftet habe oder was ich mit ihm gemacht habe. Wir haben alles durchdiskutiert und am Schluss war es so, für mich war die Entscheidung, ich habe gesehen, er hat den Wille, das Feuer in den Augen, er will was bewegen, nichts verwalten, sondern bewegen. Und ich habe nur einen großen Wunsch, dass wir mit unserem jungen Mann auch ein bisschen Geduld haben in unserem Umfeld. Es ist nicht alles so eitel immer, wie es heute war. War natürlich ein Traumeinstand für ihn. Aber dass wir uns auch hinter dem jungen Mann, sage ich mal, auch die Rückendeckung geben, dass er auch mal bei einer nicht so guter Leistung in Ruhe arbeiten kann. Das ist mein Wunsch an den Verein, an die Leute außer, dass wir dieses Projekt, was wir jetzt machen, jung, dynamisch, zusammenmeistern und auch diesem und Tobias einen breiten Rücken geben. Ich will noch seinen Werdegang kurz und dann wird Tobias noch einen Satz sagen. Kurzer Werdegang ist, Tobias hat früh die Trainerlaufbahn eingeschaltet, hat jetzt 9 Jahre, glaube ich, oder 10 Jahre schon im Trainergeschäft. Also seit er 17 ist er schon, aber er hat mit 23 aufgehört, Fußballspieler, hat sich da ganz dem Trainergeschäft gewidmet. War beim VfR Pforzheim, die B-Jugend, KSC, U11, ist dann nach Waldorf. Und in Waldorf hat er die U17, U18, U19 trainiert, war jetzt die letzten 2 Jahre bei der U19 unterwegs, ENBW Oberliga, sage ich mal, schon eine Hausnummer. Und ich muss das anders sagen, das muss ich hier noch sagen, dass wir diese Woche am Montag Gespräche hatten, Tobias mit Astoria Waldorf, wo er in der Vertrag war, Anpfiff ins Leben vom Dietmar Hopp, eine Stiftung, wo er da unterstützt Waldorf die Jugendarbeit und er da angestellt war. Und da muss ich mich jetzt mal ganz herzlich bei Astoria Waldorf, Willi Kempf und natürlich der Jugendabteilung von Anpfiff ins Leben bedanken, dass sie uns sehr unproblematisch den Vertrag auflösen konnte, dass der Tobias heute bei uns oder am Dienstag bei uns trainieren konnte und heute bei uns Trainer ist. Vielen Dank. Ich denke, zum Abschluss noch vielleicht der Tobias ein paar Worte an euch. Es fällt ihm wahrscheinlich leicht. Ich war diese Woche begeistert von ihm in der Hinsicht, dass ich erschrocken bin, wo er mich, wir haben um 18.30 Uhr Training und um 16.30 Uhr ist er da und hat gesagt, ich stehe da, ich will arbeiten. Ich mache mir die Türe auf im Clubhaus und er war dann 2 Stunden vor jedem Training da, ist schon im Geschäftszimmer, im Computer, hat geknobelt, die Aufstellung, die Taktik, die ganze Sache. Also, denn das, was ich mir von ihm erwartet habe, hatte Arbeit. Das hat er schon diese Woche angefangen, aber ist noch nicht noch ein großes Stück beim SV Spielberg. Und das weiß er. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir ihn zurückstärken. Und wie gesagt, mein größter Wunsch, dass ihr auch hinter diesem Trainer steht. Jung, dynamisch. Ich denke, er ist ein frischer Typ. Es ist ein Typ, der auch offen auf die Leute zugeht. Und tut ihm zurückstärken. Und ich gebe ihm jetzt noch das Wort. Okay, vielen Dank erstmal für die Worte. Ja, ich muss auch 2 Vereine eigentlich danken, das ist klar. Ich danke in erster Linie dem FC Astoria Waldorf und Anpfiff ins Leben, dass sie den Wunsch nicht geäußert habe, dass ich das hier sehr gerne machen möchte.
dann auch sofort zugestimmt habe. Der habe gesagt, das ist eine tolle Möglichkeit für mich, das ist Herrer Oberliga, das ist irgendwo auch ein richtig guter Schritt für mich persönlich. Ich danke des Weiteren SV Spielberg, dass man in so einer Situation sagt, okay, wir nehmen einen jungen Trainer, wir gehen das Ding so ein. Klar ist, da muss ich dem Bernd absolut recht geben, wir werden hier definitiv nicht jedes Heimspiel so deutlich gewinnen wie heute. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Aber was ich hier sagen kann, ist, ich habe der SV Spielberg in den Gesprächen und auch jetzt in der ersten Woche als ein unglaublich sympathischer Verein kennengelernt, mit, so wie es bisher war, mit wahnsinnig sympathischen Leuten. Und das, was ich euch sagen kann, ist, dass ich seit Dienstag für diesen Verein hier 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche leben werde. Das ist so. Zu meiner Person, ich habe wirklich dann mit 23 schon aufgehört, aktiv Fußball zu spielen. Habe mit 17 Jahren bei mir, wo ich wohne, in Bauschler die E-Junioren übernommen. Habe dann gemerkt, dass ich einen relativ guten Zugang zu so Kids habe. Es hat sich dann immer weiterentwickelt. Bin dann ziemlich früh, habe ich dann in Pforzheim die B-Jugend übernommen. Habe da zu dem Zeitpunkt gleichzeitig in der ersten Mannschaft gespielt. Und bin danach dann zum Karlsruher SC in den Nachwuchs gewechselt. Das war damals noch der Rüdiger Böhm und der Markus Kauczynski an der sportlichen Leitung. Später kam dann der Ede Becker. Hatte beim KSC eine tolle Zeit, ging dann weiter über Astoria Waldorf, wo wirklich, wenn man jetzt die letzten 6,5 Jahre, was es jetzt war, Revue passieren lässt, eine fantastische Zeit geprägt. Wir haben wirklich ganz, ganz viel gewonnen, muss man sagen. Also viele Meisterschaften, viele badische Meisterschaften in der Halle, was im Juniorenbereich schon auch einen großen Stellenwert hat. Ich bin dort jeden Tag sehr, sehr gerne hingefahren. Aber es war dann auch so nach 6,5 Jahren, dass wenn sich so eine Möglichkeit auftut, hier arbeiten zu dürfen, dass dann irgendwann auch die Zeit reif ist, sich zu verändern. Wie vorher gesagt, ich bin wahnsinnig froh, dass ich gehen durfte. Ich bin unglaublich froh, dass ich diese Chance hier bekomme und werde einfach alles geben, mehr kann ich nicht machen. Tobias, was war das Reizvollste für dich am SV Spielberg und zum anderen am Wechsel von der Jugendklasse in die Herrenklasse, zumal ja du beim FC Astoria Waldorf eine ziemlich klasse Jugendabteilung hast, in der man sicherlich toll arbeiten kann? Es war so, das Reizvolle war einfach mal für mich selbst zu sehen, ob die Art und Weise, die ich in der Jugend immer an den Tag gelegt habe, auch mit Erwachsenenspielern funktioniert. Reizvoll war am SV Spielberg, als der Kontakt zustande kam, dass man hier über eine Mannschaft spreche, die sehr erfahren ist und dass das dann junge Trainer einfach wahnsinnig reizt, zu schauen, funktioniert es auch da, ist, denke ich, selbstverständlich. Ich war viele Jahre im Jugendbereich unterwegs, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, aber es war schon so, dass ich immer mal wieder nachgedacht habe, wie ist es im Herrenbereich und jetzt kam die Situation so zustande und das hat mich dann wahnsinnig gereizt. Klar. Wie kam der Kontakt zustande? Ich wurde donnerstags abends, war es glaube ich, vom Bernd Stadler kontaktiert, ob wir uns mal zusammensetzen können. Wir haben uns dann samstags morgens getroffen, aber lange gesprochen. Ich habe mittags dann noch ein Spiel gehabt mit der Jugend gegen die Stuttgarter Kickers. Haben wir morgens gesprochen, dann lief der Tag so aus. Am nächsten Tag gegen Mittag hat mich der Bernd Stadler nochmal kontaktiert, ob ich am Sonntagabend nochmal herkommen kann. Das habe ich getan, da haben wir nochmal sehr viele Dinge besprochen, sehr ausführlich über der SV Spielberg gesprochen und dann war es schon so, dass die Geschichte so war, dass man beide gesagt haben, okay, das passt und dann war halt letztendlich schon alles davon abhängig, was Waldorf sagt. Ich hatte dort einen gültigen Vertrag, ich habe die Jungs auch überhaupt nicht gern zurücklassen, aber ich wollte dieses Abenteuer Herren Oberliga einfach eingehen. Gab es denn schon vorher irgendwelche Kontakte zum SV Spielberg oder kam das aus heiterem Himmel? Also ich hatte zum SV Spielberg noch nie einen Kontakt, auch nicht zu meiner aktiven Zeit als Spieler. Ich habe hier niemanden gekannt.
es kam, ja, aus heiterem Himmel weiß ich nicht, aber überraschend, und es gab im Vorfeld nie Kontakt. Du bist ja erst seit einer Woche hier oder noch nicht mal ganz, erst seit Dienstag. Was denkst du, was du auf jeden Fall anders machen wirst als dein Vorgänger, soweit du das einschätzen kannst? Also zunächst mal kann ich nicht einschätzen, wie mein Vorgänger gearbeitet hat. Das werde ich auch nie in irgendeiner Form bewerten oder da irgendwas dazu sagen. Wir sind Trainerkollege, ich weiß, wie wahnsinnig schwer dieser Job ist, und da bin ich absolut, absolut korrekt. Da wird es von mir niemals einen Ton geben. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die kicken kann. Es ist schon so, dass ich dann versucht habe, ein bisschen Spaß reinzubekommen. Und ich werde so arbeiten, wie ich das immer getan habe. Fleißig sein, akribisch arbeiten. Gucke, dass meine Details gut sind, und einfach versuche, dass man so dann eine gewisse Stabilität hier reinbekomme. Ich arbeite auf meine Art und Weise, andere arbeiten auf ihre Art und Weise, von daher gibt es da eigentlich gar nichts zu vergleichen. Was denkst du, was das markanteste Merkmal deiner eigenen Art und Weise als Trainer zu arbeiten, wie du es gerade ausgesprochen hast, ist? Also was ist bei dir das Besondere, was ist dein Stil? Ich glaube, dass ich den Jungs immer total offen, ehrlich und fair gegenüber bin. Das gehört sich auch, so möchte ich auch behandelt werden, und wenn jemand einfach ein Feedback braucht, dann werde ich das immer aussprechen, und ich bin ziemlich geradlinig, und ich glaube, dass das viele Spieler gut tut, dass das viele Spieler an mir schätzen, einfach zu wissen, was los ist. Ich habe kein Problem damit, Entscheidungen zu treffen. Ich muss auch sagen, ich persönlich finde, dass es im Nachwuchsbereich viel, viel schwerer ist, eine Entscheidung gegen einen Spieler zu treffen, wenn es vielleicht auch um eine Übernahme geht in den nächsten Jahrgang. Da weint der Spieler, da weint die Mutter. Das ist hier natürlich von der Emotionalität her schon was Leichteres, mit Erwachsenen umzugehen. Das muss man schon sagen. Aber ansonsten ist es so, dass ich glaube, über die Gradlinigkeit, ich werde die Jungs immer korrekt behandeln, und habe die Erfahrung gemacht, dass es in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Du hast ja eine vergleichsweise umfassende Erfahrung jetzt im Nachwuchsbereich, was andere Trainer wahrscheinlich oder vielleicht nicht haben. Was denkst du, wie dir das in besonderer Art und Weise nützlich sein kann oder inwiefern dir das Vorteile verschaffen kann? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, Fußball ist immer Fußball. Ob die Jungs dann 16 Jahre alt sind, 18 Jahre, 19 Jahre oder 25 oder 30, der Inhalt von dem Spiel ist halt tatsächlich der gleiche. Die Vorgehensweise sind die gleiche. Ich muss versuchen, die Mannschaft gut vorbereiten, gut einzustellen, und ansonsten sehe ich da keine Unterschiede. Der Umgang ist ein anderer. Klar, ich habe hier erwachsene Leute vor mir, ich habe Jungs vor mir, die sind so alt wie ich. Ich habe nie auf dem Niveau gespielt, wo die Jungs zum Teil gespielt haben, ganz, ganz klar. Aber ansonsten, außer im Umgang, ist Fußball Fußball. Was jetzt deutlich größer ist, ist natürlich das Interesse der Öffentlichkeit. Das habe ich jetzt in der einen Woche schon gemerkt. Aber ich glaube, dass ich damit recht gut zurechtkommen werde. Ja, wir haben ein bisschen Boden gut gemacht heute. Ich hoffe, dass wir das weiterhin machen mit einem, wie es der Bernd gesagt hat, jungen, dynamischen und, wie ich gehört habe und gesehen habe, akribischen und ehrgeizigen Trainer, der sich für den SVS einsetzt. Da sind Sie an der richtigen Adresse, Herr Winter. Wir geben etwas zurück. Dankeschön. Damit ist die PK beendet.